Ja, ich schenke jetzt einen Kaffee. Bitte. Ich eigentlich schon starten. Ja, super. Gut, dann fangen wir an. 1, 2, 3, 4. Pension Schöller. Ich begrüße heute in der Pension Schöller Günther Leiner. Hallihallo. Ja, hallo Rudi. Hallo. Ich freue mich für die Einladung, weil ich finde ja den Namen Pension Schöller finde ich ja wirklich sehr gelungen. Ja, das gefällt mir, danke. Weil es ja logisch, wenn das heißt ja wegen dem wahrscheinlich, weil du ja Schöller hast im Nachnamen, schätze mal. Genau, genau. Weil du hättest uns jetzt ja nennen können, Hotel Rudi zum Beispiel. Hätte ich auch machen können, genau. Aber Pension Schöller finde ich sagt mehr. Stimmt, man kennt es dann da besser als wie Hotel Rudi. Ja, genau. Aber es freut mich trotzdem, dass du dir Gedanken machst über das schon, bevor wir anfangen. Ja, da wollte ich nächtelang nicht schlafen können, weil man denkt hab, was soll ich als Einstiegsgag praktisch in Rudi Schöller? Wirklich wahr. Dann ist mir das eingefallen, wobei ja, ist in der Luft nach oben, glaube ich, oder? Ja, ich würde mal sagen, du hast relativ schnell schlafen können. Ja, das stimmt. Günther, fangen wir an mit einer Einstiegsfrage, die jeder Kabarettist kennt. Nämlich die Frage, wie bist du eigentlich zum Kabarett gekommen? Also über Umwege eigentlich, ja. Also ich habe, was ja die meisten, oder das heißt die meisten, oder was vielleicht einige wissen, war ja, ich habe ursprünglich Tischler gelernt. Ja. Also über einen richtigen Beruf, nicht nur Depper drin, zwei Stunden lang, okay. So wie ihr alle, also wie die meisten Kabarettisten. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Pastoralassistenten und Religionslehrer und habe dann dort den Manfred Linnert kennengelernt, meinen damaligen Kabarettpartner. Dann hat es immer so Seminarwochenenden gegeben, wo man so ein bisschen so Vorstellungen, so Aufführungen machen hat, Kinder, ja, so kleine Aufführungen. Okay. Und da habe ich, damals habe ich Jonglieren angefangen und habe praktisch als Clown angefangen mit der Clownerie. Also, und dann habe ich mit ihm eben so Stücke gemacht, also so Mini-Stücke, ja, so Mini-Dramen, so Mini-Clownerie. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, nein, machen wir das ohne Nasen, ohne Masken und sind dann eine Woche, haben dann ein Programm geschrieben und sind wochenlang durch ganz Österreich gefahren in die Pfarrsäle, wo unsere Kollegen praktisch Pastoralassistenten waren. Und das Interessante war, Rudi, und jetzt wirst du festhalten, es gibt eine schöne Verbindung zwischen uns zwei. Ja. Wir haben 93, haben wir dann gesagt, jetzt fahren wir noch zum Grazer Kleinkunstvogel-Lobby und spielen wir jetzt nur eine Szene. Und zwar, die haben extra geschrieben, dass die Szene hat auf einer Bushaltestelle gespielt, nein, wo wir warten. Wirklich wahr. Kommt, ja. Und wir haben dann gesagt, das machen wir noch und dann hören wir auf. Also auf einer richtigen Bühne und den haben wir dann gewonnen. Und so weit, 1993, und soweit ich mich erinnern kann, hat 10 Jahre später Schöller und Bacher wollten auch, glaube ich, nur ein bisschen ausprobieren, ob das geht und haben auf einer Bushaltestelle eine Nummer gespielt und haben den dann auch gewonnen. Sehr witzig. Echt wahr? Ja. Sehr cool. Und so bin ich eigentlich, also ich würde sagen, der Grazer Kleinkunstvogel war wirklich so die Zündung fürs Kabarett. Also das war das eigentlich die Initialzündung, dass man gesagt hat, jetzt tun wir weiter. Damals hat der Christian Hölbling, war auch im Publikum, der hat ein Jahr vor uns gewonnen. Und der hat nachher gesagt, die haben ihm gesagt, nein, wir wollen jetzt aufhören. Und sagt, jetzt könnt ihr nicht aufhören. Das war jetzt eine eindeutige Bestätigung. Und muss man sagen, wir haben einen Jurypreis gekriegt. Also wir haben dort in der Jury gesessen, der I. Stangl, Werner Schneider, wirklich wahr. Reinhard B. Gruber, der den Hödelmoser geschrieben hat, und von SDS der Gerd Steinbecker. Echt wahr? Wahnsinn. Das war wirklich... Und Publikumspreis hat auch ein anderer gekriegt. Also das war, glaube ich, bei euch auch, oder? Nein, wir haben beide gekriegt. Aber beide? Ja, wir haben beide gekriegt. Na ja, dann nehme ich das zurück mit der Verbindung. Nein, die Verbindung ist ziemlich stark, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich weiß das genau. Ihr habt es auf einer Bushaltestelle gespielt. Also nur zur Erklärung jetzt für die Hörer oder ich nenne es Pensionistinnen oder Pensionisten, nenne ich es mit den meinen Hörer. Okay. Also liebe Pensionistinnen und Pensionisten, ich habe mit meinem Bruder begonnen, Kabarett zu spielen. Unser erstes Programm hat auf einer Bushaltestelle gespielt. Und das von Günther Leiner scheinbar auch. Ja, genau. Es hat, also die erste Hälfte hat in einer Bushaltestelle gespielt und die zweite Halbzeit hat dann in einer Gasthaus gespielt. Also da haben wir sie wieder zufällig getroffen. Es waren zweimal zufällige Treffen, also, und wir sind relativ schnell draufgekommen, dass wir uns nicht mengen. Also jetzt in der Rolle und es war, der Konflikt war da, weil ja, er einfach da anders war wie ich, also nicht nur körperlich, wie soll man sagen, inhaltlich.
Und hauptsächlich aber privat hauptsächlich verstanden. Sehr gut, ja. Wir sind heute noch Freund. Also wir machen sogar jetzt, wir haben vor 8 Jahren aufgehört zum Spülen, aber wir machen jetzt sogar ein gemeinsames Buchprojekt. Also wir haben jetzt im Jänner angefangen zum Schreiben und hoffen, dass das vor Weihnachten fertig wird. Aber kommen wir vielleicht eh noch mal ganz kurz zum Grazer Kleinkunstvogel. Ja. Ihr habt den gewonnen. Ja. Und was ist dann passiert? Dann habe ich geglaubt, jetzt, also das ist unser Durchbruch, jetzt kann uns keiner mehr aufhalten und die rennen uns die Tieren ein, die Veranstalter werden uns anrufen und wir spielen jede Woche 2 bis 3 Mal und ich war damals noch Religionslehrer und Pastoralassistent. Also eigentlich habe ich 92 angefangen und dann habe ich nebenbei immer gespielt und dann so, und jetzt kann ich aufhören und dann habe ich es geschafft. Es war dann so, dass ich eigentlich dann ganz normal weitergearbeitet habe und dann das war, da hat es erst angefangen. Ja. Also das ist eigentlich, ich sage mal, das ist ein bisschen eine Stadthilfe, aber also gefahren bist du noch lange nicht. Ja. Ich weiß, aber ich habe das schon öfter gehört von Leuten, die glauben, wenn sie einen Preis gewonnen haben, das war es jetzt haben sie es geschafft. Ja. Das ist aber leider, also man, das sind falsche Erwartungen, aber natürlich ist man da auch ein bisschen naiv und man ist da, man gefreut sich und was weißt du, da war Ö1 war da und das Fernsehen war da und Kollegen waren da und alle sagen Wahnsinn und der Stangl hat gesagt, ihr müsst im Niedermeyer spielen und also und wir haben, also da bemühst du ja vorher, dass du überall spielst und auf einmal spielst, aber man spielt da nicht, aber halt man muss trotzdem, dann kommt das furchtbare oder sagen wir so, das schwierige zweite Programm. Genau. Es geht alles so. Also ich glaube, bei euch war es dann auch ähnlich. Das war es auch so, ja genau. Und bei uns war das zweite, ja war schwieriger. Stimmt, ja, voll. Ja. Und das ist halt so, einerseits kennen die ein paar Leute und andererseits kennen die meisten nicht. Und du musst im Prinzip genauso ein gutes Programm machen wie das erste. Und es ist halt, ich meine, es fängt der Weg einfach an. Ja. Ich sage einmal, der Weg ist jetzt dann, ich war mit einer 99 selbstständig gemacht. Aber da ist der Weg schon vorher, wie gesagt, 7 Jahre habe ich, oder 6 Jahre haben wir da schon wirklich immer wieder gespielt. Ich habe dann auch Jonglierauftritte gemacht, ich war bei den Klinik Lounge, ich habe Jonglierkurse gemacht, ich habe und 99 habe ich dann erst selbstständig gemacht. Also du wolltest gemacht, das dann einfach? Du hast du hast dann sozusagen die Weichen gestellt. Genau, wir wollten einmal dann in der Phase haben wir gesagt, so, da haben wir nicht mehr weiter und wir wollten irgendwann einmal aufhören, haben das irgendwie gesagt, ein paar Leute. Und der Martin Buntigam damals der war recht der Fan von Leinhard und Linhard, also damals, der hat das recht taugt, die skurrile Art. Okay. Und der hat uns eigentlich dann wieder ermuntert, dass er gesagt hat, so, hey, ihr müsst weiter tun, es ist eine coole Geschichte und ja. Und es ist auch interessant, es gibt immer wieder so, auch jetzt im Laufe meiner Laufbahn, gibt es ja immer wieder so Leute oder so Markierungen oder so Jausenstationen, wie ich gerne sage, die wieder weiterbringen. Auch, ja. Und zum Beispiel damals war der Buntigam, der Martin war wirklich einer, der gesagt hat, und der hat mir einen entscheidenden Satz gesagt, der hat gesagt, mach dich selbstständig, weil dann kannst du komplett auf das konzentrieren und dann kannst du auch viele Sachen machen, die du jetzt sonst nicht machen kannst, weil du eben andere Sachen deine andere Energie, wo du reinsteckst. Ja. Und das war für mich damals als Lehrer, habe ich schon gemerkt, der Rhythmus ist anderer. Ja. Da als Lehrer fängst du um 8 in der Früh an zum Arbeiten und als Kabarettist fangst du um 8 auf Nacht an zum Arbeiten. Es sind 2 Welten. Ja, ja, klar. Und das lassen sich schwer vereinbaren, finde ich. Und wie lange hast du beides gemacht? 6 Jahre. Oder 7 Jahre. 92 haben wir angefangen. Und habe eigentlich 7 Jahre nebenbei eben, wie gesagt, 40 Stunden, also ich war immer 20 Stunden halbe Lehrverpflichtung in der Berufsschule als Religionslehrer und eine halbe Anstellung als Pastoralarbeiter in der Föst für Lehrlinge war ich da zuständig. Ah ja, und das hast du nebeneinander gemacht und nur zusätzlich Kabarett gespielt. Genau, und Kabarett gespielt und da habe ich auch meine Freundin, meine jetzige Frau kennengelernt. Also da war beim Spielen oder beim... Beim Spielen, ja. Wirklich? Sogar noch vor dem Grazer Kleinkunstvogel, noch ein Auftritt. Wirklich war? Ja. Der Florian Schäuber hat es auch beim Spielen kennengelernt. Ja, das kommt in irgendeinem Programm vor. Genau, beim letzten, glaube ich. Ja, oder beim letzten, glaube ich, genau. Ich habe nach einem Auftritt haben sie unterhalten und dann sind eh, ja, wirklich? So ist das dann. Hat es dir gefallen? Es hat gut gefallen und es hat aber dann eher Zeit gedauert, bis wir zusammengekommen sind, aber mittlerweile sind wir, haben wir Hochzeit. 25 Jahre, Günther Leiner verheiratet. 25 Jahre Ehemann Günther Leiner. Viele sagen zwar, ich bin wieder Columbo, weil ich meine Frau gesehen habe bis jetzt in der Szene. Ja. Aber dadurch, dass ich Linz bin und meine Frau das nicht so gern mag, da mitgehen. Verstehe. Und sie sagt, das ist, wenn wir was machen miteinander, dann möchte ich es mit ganz haben und nicht nur.
Ah ja, das ist aber nett. Ein Zehntel. Das ist aber nett irgendwie. Naja, ich bin ja dann trotzdem irgendwie, wenn du wo bist oder, bei einer Veranstaltung, dann kenne ich, meine, das ist halt mein Arbeitsbereich. Ich meine, sie ist Lehrerin zum Beispiel, ich gehe auch nicht mit ihr ins Konferenzzimmer mit und klar. Hallo, ich bin jetzt da. Und also sie ist Religionslehrerin, ich war Religionslehrer, unsere Kinder sind aber keine Religionslehrer. Also die sind aber sie werden es vielleicht noch. Nein, der Bruder ist sogar, hat sogar Kabarettspielen jetzt angefangen. Wirklich? Mhm. Der wird jetzt sogar heuer ein paar Mal spielen, so kurz, so Mixed-Abende und dann Künstlernamen. Echt? Also der heißt nicht Leiner. Sondern, darf man das wissen? Max Leni. Max Leni. Mhm. Und der macht jetzt so ein Kurzprogramm? Klassisches Stand-up, so wie jetzt momentan alle Jungen, sie auf die Bühne aufstellen mit einem Mikro und erzählen von sich. Und erzählen alles von sich. Also die sind, denkst also immer, kommst du jetzt da wieder vor? Ich komme auch wieder vor, ja. Na, witzigerweise, und weiß man das? Das wissen, wissen sie. Und das, jetzt, das Herren wissen das wahrscheinlich auch. Und die hauen sich auch irrsinnig an. Ich meine, es ist natürlich, der Vater ist eine Kunstfigur, ja, weil der Vater, also sein Vater spielt mit so kleinen Einhörnern. Der hat so Einhornarmeen aufgebaut. Und das ist nicht autobiografisch? Nein, das habe ich erst das erste Mal gehört. Ich mit einem Prop sogar in dem Raum. Und da hat er mir das vorgespielt und dann sage ich nachher zu ihm, also, was ist mit dir los? Habe ich immer in meinem Leben mit Einhörnern gespielt? Und sagt, ich glaube, du musst es aber schon wissen, dass Kabarettisten schauen sehr oft auch was erfinden. Also, ach so, ja genau, jetzt was du sagst. Und findest du ihn gut? Bitte? Findest du ihn gut? Sehr gut, ja. Aber natürlich, ich meine, da ja, ist ja, der klar Vater, ist der Papa stolz. Nein, sagen wir so, wenn ich merke, dass er gar kein Talent hat, ja, oder einfach nicht witzig ist oder wirklich peinlich ist, dann war es sogar so, dass ich ihm das sagen würde. Ziemlich vehement. Ja. Also, weil ich mir dann da denke, das ist mein Bub und. Und du willst ihm einfach die Erfahrung ersparen. Ja, oder ich lasse ihn vielleicht anrennen. Und, nein, aber was mein Bruder hat, ist, glaube ich, schon, also der Max hat das schon so ein bisschen, und das brauchst, glaube ich, als Kabarettist schon ein bisschen eine Selbstentschätzung, ob du lustig bist oder witzig sein kannst oder auch, ob du was zum Sagen hast und diese Sachen. Und natürlich die, also so wie der Lukas Hasidar jetzt einmal gesagt hat, ich glaube, das hat er mal irgendwie gesagt, der Humor ist ein Gen. Also entweder du hast es oder hast es nicht. Ja, genau. Und wobei ich kenne, gut, auf jeden Fall, mir ist Humortrainer, der sagt, man kann das auch lernen, aber bis zu einem gewissen Teil. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube auch, du brauchst ein gewisses Talent brauchst und dann kannst du das trainieren, so ungefähr. Also man kann, es gibt dann schon Techniken, wo man das oder man kann sich Hilfestellungen holen, aber ich glaube so grundsätzlich, und der Max ist einfach, also der hat schon Schmäh, und das ist schon klasse, wenn ich mir die Texte lese von ihm. Die Jungen schreiben ganz anders wie wir, wie wir Alten. Ja. Ich meine, das ist aber klasse einfach. Ja, ja, cool. Warst du ein guter Lehrer eigentlich oder was warst du für ein Lehrer? Also ich glaube, du warst der Lehrer, den die Kinder mögen, oder? Ja. Ja. Also Kinder, das waren ja Lehrlinge, Schüler, also 15 bis 18, das waren schon Jugendliche. Ich habe einen guten Draht gehabt mit den Lehrlingen, ich habe gut Kinder mit denen, den Schmäh haben sie mehr von mir, manche haben wir nicht mehr, also das, da gibt es sicher, ich habe eine Klasse gehabt in der kaufmännischen, da habe ich 30 gehabt, da habe ich aufgegeben nach Weihnachten, habe ich gesagt, so, ich sage es euch ganz ehrlich, ich zeige euch jetzt jede Stunde Videos, ich kann mit euch nicht mehr, es geht nicht und das haben sie eingesehen. Haben dann gesagt, ja, passt der. Und manche haben dann gelernt nebenbei und haben, es war halt so, ja. Aber es ist jetzt so, dass manche sogar in die Vorstellung zu mir kommen, Lehrlinge von früher, die mittlerweile auch schon, die sind jetzt auch schon, pass auf, die waren damals 18, die sind mittlerweile auch schon um die 39, 40, ja, jetzt. Also und meine Lieblingsgeschichte ist, die ich mir erzähle, das ist, weiß ich, in Binsdorf bei Gmunden kommt einer, da habe ich die Lehrling gehabt von der MIBA, vom Mitterbauer, das war so eine Metallverarbeitungsfirma und auf jeden Fall kommt der Lehrling, den ich gehabt habe, ich habe nicht mehr gewusst, wie er geheißen hat, aber vom Gesicht habe ich noch kennt. Ja. Und nach der Vorstellung stehen wir an der Bar und der kommt zu mir und sagt, hat sich was und hat mir total gut gefallen und super. Und da sagt er, bitte sag jetzt meiner Freundin, dass du mehr Religionslehrer warst. Und ich sage, wieso, was ist vielleicht los? Aber sagt er, sitzen wir da einmal daheim am Freitagabend, ich schau mal, was gibt es Neues an mit meiner Freundin. Und auf einmal, wir liegen uns so da und auf einmal sagt, das gibt's ja nicht.
mein Religionslehrer ist in was gibt es Neues? Mein ehemaliger Religionslehrer. Und die Feine sagt zu ihm, da sage ich mal, hast du schon was gesoffen oder nimmst du irgendwelche Medikamente? Und geht es dir nicht gut und so? Ja. Und er sagt, ja, das ist mein Religionslehrer. Und dann hat er sofort nachgeschaut, wo ich spiele in der Nähe. Und okay. hat dann mir gesagt, und dann, er muss, und dann das beweise ich das denn, der sagt er das. Ja. Und dann habe ich natürlich gesagt, also nein, ich habe noch nie Religionunterricht, ich weiß nicht, wer das ist. Und so, aber dann habe ich eh schon lachen müssen und habe gesagt, nein, den habe ich wirklich in Religion gehabt. Und, okay. Ja, also das war. Also, sehr ob ich ein guter Lehrer war oder nicht, kann ich auch schwer beurteilen, aber ein ehemaliger Religionslehrer hat zu mir gesagt, man kann, ob du ein guter Religionslehrer bist oder nicht, kann man so beurteilen, wenn du die gehabt hast und nach 10 Jahren triffst du es wieder mal auf der Straße und sie grüßen dich, dann warst du ein guter Religionslehrer. Und die grüßen es. Und die meisten grüßen cool. mich so immer. Sehr gut. Ja, du hast das selbstständig gemacht. Und in dieser Anfangsphase hast du sicher Vorbilder gehabt, oder? Weil das würde mich nämlich interessieren, was deine Vorbilder sind oder waren. Ja, ganz klassisch natürlich. Ich glaube, jeder hat den einmal als Vorbild gehabt, den Josef Hader, schätze ich mal. Ja, bei mir auch so. Naja, für mich waren, nachdem wir du waren, ich liebe Stan Laurel und Oliver Hardy. Also ja, das ist für mich, ich habe, glaube ich, wirklich... An wem hast du dich orientiert von den zwei? An beide. Also mir hat der Schmäh einfach taugt, so einmal, also dass einmal der Gescheite ist und ja, einmal der Blöde. Ja. Und sie waren eigentlich beides, gescheit und blöd und dick, ja, ja. dick und doof. Der eine war dick und der andere doof, wobei der Doofe war oft nicht einmal so, der hat schon oft so in seiner Blödheit auch Sachen gesagt, die man als Gescheiter sehen konnte. Und Vorbilder habe ich sonst eigentlich, es war, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wir haben uns, also ich habe immer sehr viele Kollegen angeschaut, ja. Früher habe ich sehr viel angeschaut und habe halt dann mir, hat es das Internet dann noch nicht gegeben und kein Fernsehen und da war es trotzdem nur so, dass halt das Live-Erlebnis schon noch anders war. Ja. Also ich habe mir wirklich sehr viele Sachen angeschaut. Ich habe zum Beispiel im Posthof gesehen, Indien auf Bühnenfassung mit Josef Hader und Alfred Dorfer. Oder auch zum Beispiel Hinterholz 8 mit Thüringer auf der Bühne. Also das war ein Wahnsinn. Das kenne ich alles nur mehr von DVD. Das gibt nur mehr DVD und wie gesagt vom Film halt. Ja. Aber ich habe die Bühnenfassung gesehen im Posthof und das hat mir schon irrsinnig getaugt. Ja, also das hat mich schon sehr fasziniert. Es war wirklich eine andere Zeit. Es hat jetzt zum Beispiel, wenn was passiert, kannst du 2 Minuten später ist auf Facebook irgendein Wuchtel oder du kriegst ein WhatsApp oder und damals war es wirklich so, dass was passiert. Du bist einen Monat später ins Kabarett gegangen und da hast du irgendein Wuchtel über das gehört. Ja, ja, stimmt. Und das ist, also das war schon alles, es war alles viel langsamer. Stimmt. Ja. Damals war, also weiß ich nicht, so in den 90er Jahren. War Harald Schmidt noch irgendwie schnell einfach. Ja, Wahnsinn. Der hat wirklich, und der jeden Tag eine Show gehabt und jeden Tag hat ja, der aktuelle Sachen. Genau. Ja. Gibt es irgendwas, was du vor dem Auftritt machst? Irgendein Ritual oder sowas? Powernapping. Powernapping? Ja. Wirklich wahr? Das heißt, du legst dich irgendwo hin? Ich lege mir, wenn es geht, also idealerweise, wenn irgendwo ein Couch da ist, schaue ich, dass ich 10 Minuten, Viertelstunde, 10 bis 15 Minuten wirklich komplett runterfahre mit der Energie, kann man sagen, und richtig Powernapping mache und dass ich schlafe und dann trinke ich einen Kaffee. Das ist also der Idealfall, dann noch einen Kaffee und dann bin ich ungefähr, das ist 7:30, also wenn wir fertig sind mit dem Soundcheck, 10 bis 15 Minuten schlafen, dann ist es 20, 10 vor halber, dann trinken wir Kaffee, dann ist es halber. Und ja. Das und dann, ist extrem erdig, extrem. Und dann 8, und 8 geht es dann los und da schaue ich dann, dass ich mich, was der muss, jetzt schon auf der Kabin halt umziehen, ein bisschen Text anschauen und dann gehe auf die Bühne. Ja. Und wenn du auf die Bühne gehst, hast du das Gefühl, du musst dich irgendwie umstellen oder bleibst du eigentlich in der Rolle, die du im Alltag auch hast. Weil das ist nämlich das, was ich immer das Gefühl habe bei dir, dass du so, ich meine, ich sage jetzt dieses Wort nicht, authentisch, dass du einfach so authentisch bist. Ist das, stimmt das oder bist du so gut, dass man immer glaubt, du bist so? Da muss ich jetzt wirklich sagen, da bin ich so gut, dass man das glaubt, dass ich, also ich bin schon anders auf der Bühne. Ja. Ich bin, oder umgekehrt, ich bin privat nicht
so, wie ich auf der Bühne bin. Also nicht immer ja. so. Ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich auf der Bühne natürlich viel mehr Druck gebe, also viel mehr, also ein ganz anderes Reden, auch von der Stimme. Ja. Ja. Ich muss viel mehr antauchen. Ja. Okay. Ich tauche viel mehr auf der Bühne als privat. Und es gibt natürlich schon inhaltlich auch ein paar Sachen, erzähle ich halt auch, die privat, also die erzähle ich auch privat auch Sachen, die vielleicht oft peinlich sind. Und der Kabarettist, ich meine, das ist ja das Ärgste, der Kabarettist, normalerweise, wenn da was Peinliches passiert, schaust du entweder zuerst das gar nicht oder höchstens deiner Frau oder hier und da vielleicht deine Freunde. Ja. Ja. Aber das ist das höchste der Gefühle. Und der Kabarettist, der Trottel, stellt sich auf die Bühne und erzählt 300 wildfremde Leute zum Beispiel. Genau, genau. Und das ist ja das, was, und das ist zum Beispiel schon oft, da musst du natürlich schauen, insofern ist es anders, weil ich mir da schaue, also ich schreibe sehr genau, also ich schreibe, bin ja sehr genau am Text, aber wenn ich was improvisiere, wenn mir was einfällt, dann mache ich es einfach, aber sonst gibt es dann ganz einen klaren Text. Ja. Das ist nicht so, weil manche Leute glauben, das fällt mir spontan ein, aber es ist nicht so, wir haben da wirklich einen Text. Und da überlegst du und schauen, das habe ich von Klaus Eckel eben gelernt, wie man Sätze formuliert. Und das oft wirklich ein Halbsatz, wenn man die umtauscht, und den hinten Vierer tut und umgekehrt, dass die Pointe besser funktioniert, wenn man es so macht. Ja. Das hat der Klaus, der macht es bis zum, also wirklich bis zur Perfektion, dass jeder, also der sagt immer, ein Programm ist erst dann fertig, wenn man nichts mehr streichen kann. Ja. Okay. Also so irgendwie, und das habe ich, so ein Programm aber noch nie geschafft. Also er schon, nichts mehr streichen aber kann. Noch nie. Ja. Also, und er ja, ist wirklich so, der ist wirklich, also da hat oft wirklich Wörter vertauscht und so. Und da, also der Unterschied ist auch, bei manchen Sachen, wie soll ich sagen, bei der, beim jetzigen Programm, bei Wurstsalat, bin ich schon sehr privat, aber das, selbst das Private auf der Bühne muss trotzdem spielen. Muss ja, man, ja, genau. Man muss ein bisschen, man hat trotzdem eine gewisse Spannung da, ja, die ich im Alltag nicht so habe. Ja. Genau, und fühlst du die wohl auf der Bühne? Wenn ich das Programm, beim Programm, wo ich viel spiele, mich auf der Bühne auch wohl, ja. Ja. Aber das ist zum Beispiel die Einspielungsphase bei jedem Programm, wenn ich primär bis zum, ich sage einmal, 15., 20. Mal, ist es immer so, dass ich mir denke, boah, da müssen wir noch was machen, da fühle ich mich noch nicht so wohl, da bin ich nicht ganz rund. Und wenn man mich kennt und ich bin nicht rund, dann weiß man, dass man... Ja, verstehe. Ja. Weil es gibt ja so, nicht, es, viele sagen, wenn ich mich auf der Bühne wohlfühle, dann übertrage ich das aufs Publikum. Genau. Und andererseits, zum Beispiel Jerry Seinfeld zum Beispiel sagt das, wenn ich auf der Bühne bin, dann kann ich mich nicht wohlfühlen, weil da bin ich, muss ich viel zu konzentriert sein. Da bin ich wie einer, der ein Flugzeug lenken muss. Bist du einer, der sich wohlfühlen muss auf der Bühne oder bist du einer, der die volle Konzentration braucht? Nein, wohlfühlen, das ist anders wohlfühlen, wie wenn ich mich wohlfühle, wenn ich in einer Runde sitze und es ist gemütlich und ich tue Essen und Trinken und mir, das rennt der Schmäh, das ist anders wohlfühlen. Wohlfühlen auf der Bühne heißt für mich auch, wo ich merke, das kommt, also das ist das Programm, was man taugt zum Spielen, das ist ein Programm, was die Leute taugt zum, zum Hören und dann fühle ich mich wohl. Ja. Aber in einer Wohligkeit, die nicht, also nicht in einer Gemütlichkeit, das ist der Punkt, nicht verwechseln. Also gemütlich ist, wenn ich beieinander sitze mit meinem Freund und wenn wir, oder mit der Familie und wir dann was feiern oder wir dann spielen, ich bin ein totaler Spieler, ja. da fühle ich mich wohl, da ist es gemütlich. Ja. Aber gemütlich darf es nie sein auf der Bühne. Das muss immer so ein, das ist wie beim Skispringen, da sagen sie immer, es muss so eine Spannung sein, aber man muss trotzdem locker bleiben. Ja? Also so ist das für dich. So wie ist beim Skispringen. Es ist wie beim Skispringen. Du musst Spannung haben, aber du musst eine gewisse eine Lockerheit haben. Ja? Das ist wie beim, ich sage immer, ich habe mit Nivarani ein paar Mal gespielt und wenn man den vorher erlebt, ja, also vorher beim Reden, also und dann gehen wir auf die, also da macht wirklich so, es macht zack, ja, und der ist eine Bühnenfigur, obwohl er auch locker wirkt, ja, aber der hat trotzdem, das ist bei mir genauso, das ist ähnlich, wobei wir müssen mit dem vergleichen, aber es ist ganz ähnlich, ich komme auf die Bühne und ich weiß, das ist ein anderer Raum, ja, ich betritt den Raum, wo man die Leute beim Arbeiten zuschauen. Also das ist ja, wir haben ja einen ganz gestörten Beruf, also man, wir Kölner, Wirte haben das auch, aber wir haben ja
die schauen uns ja wirklich beim Arbeiten zu, zwei Stunden lang ganz konzentriert. Ja. Und das ist eine Arbeit, das weißt klar, du. Ja, klar. Das ist eine Arbeit. Ja. Mhm. Und insofern muss man sich da schauen, also du kannst jetzt nicht so einfach so ganz gemütlich und sagen, ja, das interessiert mich nicht. Ja. Ich mache es jetzt gemütlich, weil ich habe jetzt alle, jeder hat jetzt gezahlt und das Geld ist schon da und deswegen, ja, legt es mir mal. Ja klar, na sicher. Ja, na sicher. Und wann hast du das Gefühl, der Abend ist gut oder der Abend ist gelungen? Wenn ich mich nach der zweiten Zugabe verbeuge, dann habe ich das Gefühl, der Abend ist gelungen. Also nie während der... Die zweite Zugabe ist der Telemark. Das ist der Telemark. Naja, eigentlich schon das Bremsen beim Zielraum. Ja, also der Telemark ist der Schluss vom Programm. Erster Teil ist die Sprungschanzen und dann fliegst du weg, ist die Pause. Ja. Dann ist Pause. Dann springst, dann fliegst, dann landest, machst den Telemark, das ist dann die. Der Schlussapplaus, kann man sagen. Ja. Dann kommen ein paar so Zweigerl, dann musst du drüber. Genau, dann musst du drüber, ist die erste Zugabe und das Bremsen, dann zum Schluss, wenn es zu ist, die zweite Zugabe. Ja. Und das Ausfahren dann, was uns dann praktisch, wo es den Skiumzug anmessen und die Skilänge, bei uns heißt das dann Biertränger und eine Nachbesprechung, das ist dann bei uns das. Ja. Und das Gefühl, wenn er oben gelungen ist, hast du wirklich, ich meine, man hat schon immer so Teilziele, wo man sagt, ja super, das hat jetzt super funktioniert und das ist klasse und da oben drehend, ja, aber man darf sich nie verlassen, dass man sagt, ja, der Abend ist, wenn ich nach 10 Minuten sage, so, das ist eine gemeine Wiesn, jetzt höre ich auf zum irgendwie im Zentrum, das geht nicht. Du musst bis zum Schluss, du musst bis zum Schluss wirklich am Ball bleiben, also wirklich dran bleiben. Also ich glaube, das ist, auch beim Skispringen, wenn du, sag mal, du denkst jetzt noch die Hälfte von der Spur, so, jetzt rennst du eh schon, ja, werde ich wahrscheinlich stürzen. Ja. Und das ist genau das, was, ich meine, den Vergleich habe ich überhaupt nicht gemacht mit Skispringen, aber. Aber er funktioniert total gut, ja. Oder Slalom, du hast Slalomfahrer ist ja, das ist ja der erste Durchgang, Pause, zweiter Durchgang, Siegerehrung. Genau, also in deinem Fall eigentlich immer Siegerehrung. Mein Fall immer, ich bin immer im Stock. Eigentlich wir sind ja nur zwei Leute. Also, und wenn ich alleine bin, bist du sowieso immer alleine. Du schreibst gerade am neuen Programm. Wie entsteht ein Programm bei dir? Ja, sehr, wie soll man sagen, sehr unordentlich. Sehr unordentlich, fast unkoordiniert oder wie? Unkoordiniert, ja. Ich habe jetzt einen Arbeitstitel, der heißt... Ganz sicher vielleicht, das ist der Arbeitstitel. Ja, ganz guter Titel, finde ich. Gut, ja. Und dann habe ich gedacht, naja, was, also das ist das, was ich momentan so erlebe, die Zeit, dass eigentlich nichts fix ist, beziehungsweise, gut, das ist jetzt, das habe ich vorher auch schon gehabt, den Arbeitstitel, aber jetzt natürlich nur viel mehr. Jetzt, ich habe irrsinnig viele Geschichten geschrieben. Aber was steht bei dir ganz am Anfang? Einfach nur, dass du sagst, ich schreibe ein Programm. Und dann kommt eine Grundidee oder dann kommt der Titel oder dann kommt der Deadline. Was ist das Erste? Deadline. Das Wichtigste ist immer. Eine Deadline. Also momentan ist es so beim Schreiben, ich habe schon bessere Phasen gehabt beim Schreiben, beim Soloprogramm, weil da habe ich schon eine Deadline gehabt, ich habe schon einen Lesetermin gehabt, voriges Jahr im November, dass ich eine erste Lesung mache, einmal eine Stunde, und habe dann geschrieben im März ziemlich viel. Ja. Und dann hat es aber geheißen, naja, es ist eigentlich im Herbst auch sehr unsicher voriges Jahr. Und dann haben sie gesagt, naja, brauchen wir auch ein neues Programm machen. Und ich glaube, erst wenn ich weiß, was sage ich jetzt einmal, Hausnummer, 15. April 2022, gibt es einen Termin, dann werde ich wahrscheinlich richtig, also dann teilst du das ein, dann schreibst, dann probst, dann spielst du das Leid vor, du lernst den Text auswendig. Und alles andere bringt nichts. Ja. Du kannst schreiben, schreiben, schreiben. Ich habe jetzt so viele Sachen geschrieben, da zum Beispiel, das ist alles. Wirklich? Also, das sind 80 Seiten. 80 Seiten. Das ist, also, von der Weiden hätte ich jetzt gesagt, das ist Text für drei Programme. Ja, schau mal, das ist. Das ist ja noch dazu so klar. Ja. Ja, damit ich es nicht zu viel ausdrucken muss. Ja. Also das ist echt der Wahnsinn. Da ist halt auch viel, man, da hat dann der Heinz Hofbauer, Heinz Degmuth, hat nichts geschrieben. Also der hat dann, ich habe Sachen geschrieben und der hat dann immer Sachen dazu geschrieben, was ihm eingefallen ist. Und das war, und dann haben wir sie wieder mal getroffen, dann haben wir das besprochen und das war super. Ja. Ja. Und dann ist es so, dass ich mir das auch nach Themen ordne, ja, und dann schaue ich das irgendwie, dass ein Programm wird. Ja. Also darum sage ich sehr... Okay.
sehr, wie sagt man, unordentlich und sehr... Ja, sehr assoziativ hätte ich jetzt einmal gesagt. Das heißt, du hast eigentlich überhaupt kein... Du hast am Anfang keinen roten Faden. Nein. Und du hast da kein Grundmotiv, keine Grundidee, nein, sondern... Ich lade so kleine Geschichten und schau, such dann nachher einen Faden. Das ist so... ich habe eigentlich schon, wie soll ich sagen, ich habe schon die fertige Hosen und nachher suche ich einen Faden, wo ich das noch die... Noch suchst du die Fierce dazu, so hört sich das an. Ja, genau, wo ich die Fierce dazu nehmen kann. Wobei, man muss schauen, wahrscheinlich brauche ich dann schon ein bisschen mehr, ich muss mir meinen roten Faden überlegen und dann schauen, welche Geschichten passen eine zu dem. Ja. Aber im Prinzip geht es mir darum, ich will einfach, dass der Abend, dass ich mir Kabarettabend, dass der sehr vielfältig ist, also dass sehr viele Methoden dabei sind, dass sehr abwechslungsreich ist. Ja. Also ich möchte da nicht nur reden, ich möchte da, wenn es geht, singen, ich möchte irgendwelche Slapstick-Nummern machen und sogar vielleicht zwei, drei Tanzeinlagen, weil ich total gern tanze und das wissen die wenigsten Leute von mir. Das würden, glaube ich, auch die wenigsten. Ey, wirklich, du tanzt gern. Ja, und das aber ist was tanzt du gern? Zu allem, ja. Und jetzt habe ich zum Beispiel zum Radetzky-Marsch mal eine Tanznummer gemacht, wo sie die Leute so angehaut haben, weil es einfach irreal ist, wenn ich zum Radetzky-Marsch tanze. Aber immer schon, du tanzt immer schon gern? Immer schon gern, ja. Wobei allein so, und mit und Partnerin? Mit Partner, also Partner. Wenn ich es gern mache, wenn es einen Spaß macht, bei Hochzeiten. Also auch zu jeder Art von Musik? Jeder Art von Musik, ja. Und auch zum Beispiel bei so Festeln oder bei Weihnachtsfeiern jetzt von der Agentur, da waren sie total überrascht, wie lange ich tanzt habe und ich war mit irrsinnig vielen Frauen tanzt und das war richtig. Die haben sich schon alle gefreut, dass ich wieder komme. Kannst du es gut? Sagen wir so, ich kann es so, dass es mir einen Spaß macht. Ja. Ich habe ein gutes Rhythmusgefühl. Nein, und die Leute, also das ist nicht so, dass ich jetzt so gern tanze und alle anderen müssen darunter leiden. Aber, und es ist halt auch so, dass mich schon zweimal für Dancing Stars gefragt haben, aber ich gesagt habe, also das mache ich nicht, weil mir der Viktor Gernot hat einen schönen Satz gesagt. Die Aufgabe von Kabarettisten ist nicht, dass man bei Dancing Stars mitmacht, sondern dass man sich über Dancing Stars lustig macht. Ja, das ist schön. Das hat er gesagt. Schön. Und, nein, und ich mag einfach nicht auf Befehl tanzen und mich schon gar nicht bewerten lassen von irgendwelchen Joren, die mich aggressiv machen. Aber hast du einen Tanzkurs gemacht oder sowas? Habe ich auch gemacht, ja. Furchtbar. Als Jugendlicher. Das war furchtbar. Das hat er nicht gedacht? Nein, überhaupt nicht. Aber wann hat es dann angefangen zum Tanzen? Ja, wie ich so gespürt habe, wie lässig das ist, wenn ich so mich zur Musik bewege einfach. Ja. Es ist, wenn du deinen Rhythmus dann drinnen hast und du einfach so, es ist einfach cool. Ja. Das tut man einfach gern. Oder das ist ähnlich wie beim Humor. Ja. Entweder das hat man oder hat man nicht. Ja. Und du hast beides. Tanzen und Humor. Ja. Wobei, nein, aber ich würde damit sagen, dass diese Abwechslung Tanzen, Musik, also Singen, Reden und vielleicht dann auch irgendwelche Requisiten wieder herzahlen, die ich halt einfach lustig finde. Oder also so eine Mischung, ja, das ist einmal so vielleicht so ein, man, leider gibt es ja den Abend den Begriff schon, aber bunter Abend hat einmal von der Josef Adler mal gemacht gehabt. Nochmal, wie heißt es nochmal schnell? Ganz sicher vielleicht. Ganz sicher vielleicht. Voraussichtlich ab? Nächstes Jahr im April, also 2022. Also heuer im Herbst brauchen wir, glaube ich, keine Premiere planen. Oder nächstes Jahr im Herbst, keine Ahnung. Vielleicht muss ich erst Herbst 2022. Okay. Vielleicht jetzt einmal ein bisschen weg vom Kabarett generell, ein bisschen mehr zu deiner Person. Sehr viele Witze bei dir drehen sich ums Essen. Auch wenn du bei Was gibt es Neues und so sitzt, du redest ja offen über deine Beziehung zum Essen, über deine Beziehung zum Körper und so weiter. Welchen Stellenwert hat Essen jetzt privat für dich? Naja, im Idealfall dreimal am Tag. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ich sage auch immer, das ist in Zeiten wie diesen, das ist ein Corona-Test, weil wenn es mir schmeckt, dann hat es nichts. Ja. Also ich mache dreimal am Tag einen Corona-Test. Sehr gut. Nein, es hat insofern auch einen hohen Stellenwert, weil das für mich auch gesellschaftlich familiäres hat. Also mein Essen, jetzt zum Beispiel, es war so, dass ich Mittagessen fast immer daheim bin. Ja. Außer ich gehe jetzt, wie treffe ich mich mit einem Freund oder was und Essen, aber sonst. Dadurch, dass ich auch unter dem Tag Tagesfreizeit habe und wir dann jeden Tag kochen, haben wir mit unseren Kindern immer gegessen und das war schon so was. Essen ist ja nicht nur Essen, sondern gehört ja auch, das gehört ja
da gehört mehr dazu. Und ist der Holzte, ja, genau. Es ist einfach ein Ereignis. Ja. Es ist Essen als, wie soll ich sagen, als Ritual. Ja. Ja. Ganz wichtig. Und wenn ich alleine bin, zum Beispiel, bin ich ganz klassisch und auch sehr schlampert, sitze ich mir vor dem Computer, schaue mir eine Serie an und tue nebenbei Essen. Ja. Also ist, und, aber wenn ich mit meinem, also das Schönste, eine der schönsten Sachen für mich ist, wenn ich mit meinem Triff, wir essen miteinander, wir plaudern miteinander und ja, einfach das hat schon einen hohen Stellenwert. Ja. Und leider oft hat es dann einen zu einen, wie soll ich sagen, einen falschen Platz, einen zu hohen Stellenwert. Nämlich nach der Vorstellung, wenn man dann irgendwann an einem Zahnrein davor hingeht, Würstelstand. Bist du dann schon, Das ist. Also ich weiß schon, warum ich zum Beispiel so, warum ich so bin, wie ich bin, das weiß ich schon. Also meine Sünden oder Sünden jetzt auf katholisch oder meine Fehler, die ich mache, meine Essensfehler, weiß ich. Ja. Aber du machst das nicht so ungern. Also ich habe nicht den Eindruck, dass du ein großes Problem hast mit der ganzen Geschichte. Überhaupt nicht. Mein Problem ist, das sage ich auch immer zu meinem Arzt, zu meinen Internisten, sage ich immer, mein Hauptproblem ist, dass ich mich nicht unwohl fühle. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ja. Es gibt witzigerweise gibt es viele Freunde, die schlank sind, die sich nicht wohl fühlen. Und teilweise auch wirklich, also ich habe kein Gefühl jetzt momentan in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die schlank sind und einen Bandscheibenvorfall haben. Ja. Wo ich mir denke, Wahnsinn, warum haben die einen Bandscheibenvorfall? Aber das ist halt oft so, es hängt natürlich schon mit Gewicht zusammen. Also jetzt, dass eher Leute, die Gewicht haben, einen Bandscheibenvorfall haben, was wie schlanke Leute. Aber es ist schon so ein bisschen also das Wohlbefinden oder das Wohlfühlen. Ja. Das ist bei mir. Den Eindruck hat man total, dass du dich einfach wohlfühlst. Genau. Gibt es irgendwas, was du immer im Kühlschrank hast? Wasser. Eigentlich Wasser habe ich. Und immer im Kühlschrank. Wasser ist immer im Kühlschrank, weil es auch da ist. Wenn wir es einfach dann nachfüllen machen, dann immer so Flaschen nachfüllen, das kalt, dass ich kaltes Wasser habe. Also kein Mineralwasser, sondern normales Wasser. Einfach ein Wasser reingefüllt. Flaschen einfach reingefüllt. Aha. Und da haben wir zwei Flaschen drinnen, das habe ich immer im Kühlschrank. Ein kaltes Wasser? Ein kaltes Wasser, ja. Das ist einfach wichtig, ist ein kaltes Wasser. Also ich mag kein warmes Wasser, ich mag ein kaltes Wasser. Was habe ich immer im Kühlschrank? Manchmal, was der, die Wurst, selbst der Schinken geht manchmal aus, ja, oder der Käse, oder es ist. Ja, aber es gibt nichts, wo. Der Salat ist eigentlich immer im Kühlschrank, weil ich is ganz. Nein, mag's mittlerweile nicht. Ist ja auch ein Salat. Ja. Aber das ist ja so ein Klassiker, dass ich weiß nicht, dass Leute, die halt gern viel essen, dann halt nicht so gern Salat essen. Das ist bei dir auch so. Das ist zum Beispiel ein Vorteil bei mir, weil ich liebe Salat. Also ich liebe Gemüse. Schon. Meine Tochter ist Vegetarierin und die kocht mittlerweile vegetarisch. Und heute zum Beispiel habe ich Maisleibchen gemacht. Also ich mag sie total gern. Und ich liebe Maisleibchen. Ja. Man muss halt dann trotzdem mehr essen, damit man halt das länger anhält. Ja. Das schon. Aber mittlerweile mag ich bin sogar so weit, dass ich mir denke, ich bin froh, wenn ich mal was Vegetarisches ist, weil dann muss ich Fleisch essen. Also. Ja. Nein, aber es ist, mir geht's, das ist wirklich vielleicht beim Essen genauso wie bei meinen Auftritten. Es gibt oft Wochen, da habe ich 5 verschiedene Auftritte, ja, oder sagen wir 4. Da spiele ich ein Programm in Eigner, dann ein Programm in Butcher, dann habe ich ein Jonglierprogramm und dann mache ich von mir aus, was gibt es Neues. Ja? Also es sind 4 Abende, 4 verschiedene Sachen. Und so wie es beim Essen. Ich mag nicht jeden Tag ein Schnitzel haben, ich mag nicht jeden Tag einen Gemüsestrudel haben, aber einen Tag einen Gemüsestrudel, einen Tag einen Schnitzel, dann wieder einen Gemüsestrudel, nein, oder dann wieder was anderes. Also die Abwechslung macht es aus. Ja? Am Abend, ich muss nicht jeden Tag jausnen. Ja? Dann ist dann wieder mal Joghurt mit Früchte und dann muss man auch sagen, es ist halt dann trotzdem Alltag, ist jetzt nicht immer, also Alltag ist Alltag, ja, da. Ich kann mir nicht, ich kann bald schon jeden Tag was anderes kochen, ich kann Mittag kochen, am Abend kochen, aber ich muss trotzdem andere Sachen auch noch machen, als wir kochen und essen. Ja. Also eindeutig. Eindeutig, ja. Es gibt ja nicht nur Essen. Gott sei Dank und leider. Aber es ist schon wichtig und es taugt da einfach. Ja, klar. Nein, absolut. Es ist, also ich, wie soll ich sagen, ich verstehe es auch nicht, dass wer sagt, ich hab's Essen vergessen. Es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt aufs Essen vergessen. Das ist was mir total fremd ist. Aber und dann nicht passieren kann. Also das kommt mir nicht passieren, dass ich. Aber wenn ich einen Hunger habe zum Beispiel, dann werde ich wirklich krantig. Also gibt es aber viele Leute, die sagen, die werden. Und ich werde wirklich, außer ich tue bewusst hungern. Also jetzt sage ich mal, ich habe mal dieses gemacht,
einen Tag gegessen, einen Tag nichts gegessen. Oder bin ich wirklich den Tag, wo ich nichts gegessen habe, bin ich schon aufgestanden in der Früh und habe Schule angekrantelt. Ja. Dann hat meine Frau gesagt, was hast du? Das machst du nicht, das ist uninteressant. Ja. Ja, ja. Nein, ich werde da wirklich grantig. Und ich meine, es ist natürlich eine Einstellungssache. Und der Bernhard Ludwig sagt, man muss sich einstellen, dass man sich am nächsten Tag freut, da darf man alles essen. Aber ja, aber das ist schon eine lange Zeit irgendwie. Also ich habe jetzt ein bisschen Intervallfasten probiert und so, und ich finde, das geht. Das geht eher, aber einen ganzen Tag nichts essen, konnte ich mir nicht vorstellen. Muss ja nicht sein. Hast du generell schon einfach Diäten probiert, aber nicht viel. Also, ich habe ja durch den Christian Butcher, mit dem ich das Programm mache, das Wurstsalat, weiß ich ja, dass Diäten nicht gut sind, weil du ja, also ganz logisch, habe ich sogar ich gesagt, denn das hat er gesagt, interessant, dass du das sagst, du brauchst ihn nicht sagen, wenn du eine Diät machst, isst du weniger, ja? Und wenn du das aufhörst, isst du wieder mehr. Das heißt, das, was du mehr isst, wirst du wieder zunehmen, ja? Und natürlich, wenn ich weniger esse, nehme ich an. Ja. Mhm. Ich muss irgendwas finden im Alltag. Ich muss was finden, wie zum Beispiel bei mir hilft, wenn ich wirklich annehmen will. Momentan ist es halt schwer, weil man halt wirklich wenig Abwechslung hat, außer halt daheim sein. Aber bei mir hilft zum Beispiel wirklich die Regelmäßigkeit, dass ich sage, ich tue frühstücken, dann 4 bis 5 Stunden dazwischen nichts essen, ja. Dann Mittagessen und dann wieder 4, 5 nichts essen und dann wirklich nichts essen. Also nach Abendessen nichts essen. Und das ist halt, da nimmst du. Also nicht snacken, wie man sagt. Bitte? Nicht snacken, genau, sagt man. Keine Zwischenmahlzeiten. Ja, genau. Das ist ja. Das ist ja immer so interessant, wenn ich mit so Diätassistentinnen rede oder mit Ernährungsberater. Die können mir ja alles erklären, was ich falsch mache. Ich meine, ein guter Ernährungsberater erklärt mir es eh nicht ungefragt. Also ein guter. Dann müsste die Fragen dann erklären, schlechter erklärt man es ungefragt. Und da gibt es auch manche so Spezialisten und die lasse ich dann nicht mehr reden, weil das Schöne ist, ich weiß ja das alles. Oder ich weiß viele Sachen, nicht alles, aber ich weiß viele Sachen von Dürren Butcher, durch den Christian. Und dann ist es interessant, dann sage ich, und jetzt möchte ich die eins fragen. Also ich weiß viele Sachen und es waren ein paar neue Sachen waren dabei, damit halt dann glauben sie, haben wir eh was Neues gesagt. Ja. Aber dann sage ich, aber weißt du, was mich interessiert hat? Und ich sage, das ist immer sehr gut, was du da sagst. Aber wo ist denn der Schalter, wo man da umschaltet, dass man das macht? Ja? Und das kann da kein Ernährungsberater sagen, das kann da keine Diätassistentin sagen. Ja? Ja. Es ist halt wirklich, du musst das selber wollen. Ja? Wenn du, das ist bei allem so. Ja? Und Bewegung, ja? Wie wichtig ist Bewegung? Ja? Aber wenn es dir nicht gefreut, freut es dich nicht. Ja? Und ich zum Beispiel, ich bewege mich auch, weil ich gerne Badminton spielen. Ja? Das freut mich vorher nie. Aber wenn ich dann spiele, dann bin ich total glücklich. Ja? Okay. Oder spazieren gehen, das freut mich überhaupt nicht. Ja, ja, das ist bei mir auch so. Aber ich gehe halt spazieren, weil ich halt jetzt überhaupt, weil ich halt die einzige Möglichkeit ist, dass man halt rausgehen kann, dass man sich ein bisschen bewegt. Ja? Sonst hat man im Alltag eh viel Bewegungen, sage ich mal, wenn man umeinander geht und so. Ja. Louis C.K. sagt, das habe ich noch notiert. Louis C.K., kennst du? Ja. Louis C.K., das ist so ein amerikanischer Comedian. Ja. Der sagt auch, dass solange man Speck im Mund hat, ist egal, wer Präsident ist. Ja, leider. Es ist, das hat leider was. Ja. Also, ja. Interessant ist zum Beispiel, gemünzt auf unsere Situation, ich habe mir das nämlich immer überlegt, ja. Jetzt trägt man sich ja irrsinnig auf oder für irgendwie jetzt schon über die Konsequenzen, was halt Politiker, eine Pressekonferenz jetzt trifft uns ja viel, viel härter wie vor 2 Jahren, wo da haben sie auch Pressekonferenzen gemacht. Ja, und das hat uns ja nicht direkt betroffen. Das haben wir ja irgendwann einmal gespürt vielleicht. Ja, weil jetzt trifft es uns direkt. Die sagen uns jetzt direkt, was wir da sollen. Ja, genau. Und das haben wir noch nie gehabt. Wir haben noch nie. Ja, ja. Und deswegen ist das auch jetzt so, was uns so wehtut, sage ich mal. Ja, ja, sicher. Ja, genau. Klar. Und darum sagt, ja, der Speck im Mund ist halt. Der wird halt momentan ein bisschen bei uns zerkleinert, ja. Also vielleicht nur die Hälfte. Ja. Jetzt haben wir nur die Hälfte Speck. Aber es stimmt schon, ja, das ist ein schöner Satz. Ja. Du wohnst in Linz und das war auch immer so. Ja, bis auf die 4 Jahre Ausbildung, die ich in Wien gemacht habe, also 3 Jahre in Wien und 1 Jahr in Frankenburg. Da habe ich ja, das sind meine einfachliche Berufe. Und 1,5 Jahre habe ich eigentlich. Ich würde sagen, 50-50 in Wien und Linz gewohnt, wie ich Rom und Julia gespielt habe beim Club.
Liberani. Da habe ich eigentlich, ich würde schon sagen, also von dem, die eineinhalb Jahre habe ich ungefähr, was sind, eineinhalb Jahre sind, 18 Monate, habe ich neun Monate habe ich ungefähr in Wien gelebt. Ja. Also, ja. Da habe ich eine Wohnung auch in Wien gehabt. Hast du genommen extra? Bitte? Hast du genommen? Ja, habe ich gekriegt von der Produktion. Ja. Wow. Ja, das war meine Bedingung. Ja. Also, na, die haben sich einiges kosten lassen, dass er so ein Nicht-Schauspieler wie ich da mitspielen kann. Also, das war für mich auch der erste, die Leseprobe als Schauspieler. Ja. Also außer der Otto Jaus, der hat, war auch Kabarettist, aber hat auch Ausbildung gehabt zum Musiker. Ja. Und der Nia war halt Kabarettist, aber auch, hat auch im Prinzip eine Ausbildung. Ja. Und als Schauspieler und ich, und das muss ich sagen, da war ich schon ein bisschen nervös, aber sie haben mich sehr gut aufgenommen. Und vor allem ist es total gut gerannt und dann war für dich voll Erfolg. Ne? Voll, voll. Also, das Theaterspielen ist so, dass man, es hat mir irrsinnig getaugt und ich darf sofort wieder, wenn es irgendwie reinpasst, da ich total gerne wieder Theater spielen. Ja. Aber jetzt muss ich die Rollen passen. Ich kann jetzt keinen Hamlet spielen oder keinen Jedermann oder keinen. Also kein, das würde ich so gar nicht sagen, weißt du? Jetzt muss die Sprache, also ich tue bei Hochdeutsch. Du immer schwer Theatersprache Hochdeutsch. Ja. Es muss meine Sprache, mein Dialekt muss irgendwie reinpassen. Okay. So, der Nier hat mir ja wirklich die Rollen am Leib geschrieben. Ja. Also, Hat er vorher gewusst, dass du die spielen wirst? Er hat mich, Reset habe ich vorher gespielt mit ihm. Und dann hat er gesehen, okay, ich habe ein Gefühl für Timing, für das Rollenstudium, so, oder dass man die Rolle ein bisschen, ich bin immer ein ähnlicher Typ, aber trotzdem habe ich die Rolle gespielt und habe ein paar Sachen dann. Und dann hat er gemerkt, okay, das geht sich aus. Und dann hat er mir halt den Graf Paris, hat er mir dann wirklich am Leib geschrieben. Ja, und das war, also er hat mir dann ein paar Mal angerufen, jetzt weiß ich noch, im Sommer oder in Griechenland hat er geschrieben und dann gesagt, jetzt habe ich gerade wieder so lachen müssen, weil ich sehe dich jetzt schon in deinem Kostüm und sehe dich jetzt schon, in, wie du das sagst. Und, und das ist das, wenn dann der Autor dir das, oder bei einem Film, also du merkst ja, wenn einer einen Film schaut, wenn ihm die Rolle schreibt, dann weiß er, das passt einfach. Das ist wie im Kabarett schreibst du ja die Sachen selber, legst du auch im Mund. Ja. Und das ist ja darum, ist Kabarett ja, glaube ich, einfach so schön oder so authentisch einfach her, weißt, dass du selber so schreibst, wie du es auch sagst. Ja, ja, das glaube ich. Ja. Das glaub ich Würdest du sagen, dass du ein typischer Oberösterreicher bist? Nein, darf ich nicht mehr sagen. Ich glaube, da habe ich schon, also ich würde sagen, da habe ich schon zu viel gesehen. Ein typischer Oberösterreicher sagt, die Werner sind alle Trotteln, sag ich dir nicht mehr. Ja. Die Hälfte von den Werners. Nein, überhaupt nicht mehr. Ich mag Wien total gerne. Ja. Ich liebe Wien. Ja. Wien ist für mich. Aber ich fahre gern wieder heim nach Linz und bin gern in Oberösterreich. Ja. Ja. Aber ich mag die anderen Bundesländer nicht gern. Ja. Oder ich mag auch andere Länder gern. Und ich sage mal, der typische Oberösterreicher, glaube ich, der sagt halt, ich bin da daheim und das ist das Einzige, das zählt, was da ist und nichts anderes und mein Dialekt. Und ich schätze schon die anderen Mentalitäten, die anderen. Natürlich, ja. Wobei jetzt der typische. Was ist ein typischer Oberösterreicher? Ja, das ist schwer zu sagen. Also, ich bin ja auch Oberösterreicher und ich muss sagen, ich kenne schon viele andere auch. Ich kenne auch sehr viele, die sehr offen sind. Ich habe mir in der Vorbereitung ein bisschen überlegt, da immer was typisch oberösterreichisch ist und da ist mir eingefallen, das Programm vom Maurer, das Audili, da spielt ein Oberösterreicher und da sagt er in irgendeinem Zusammenhang einmal, der Oberösterreicher ist an und für sich schon ein Gigant der Gelassenheit. Ja, okay. Würdest du das unterschreiben? Dann bin ich ja typischer Oberösterreicher. Ja, würde ich nämlich auch sagen eigentlich. Also obwohl die Gelassenheit außen hin auch. Ja, das wollte ich dir eben eigentlich fragen, weil bei dir hat man oft so das Gefühl, einerseits, du bist tatsächlich ein Gigant der Gelassenheit und andererseits gibt es aber dann doch so Momente, wo es relativ schnell umschnappt. Weißt du, was ich meine? Es gibt so Momente, da kannst du irrsinnig angefressen sein und das spürst dann auch aus. Genau. Das wird dann auch immer irrsinnig witzig, weil was gibt es Neues zum Beispiel. Ja, genau. Aber das ist dann schon gespült oder bist du so, dass du wirklich schnell einmal einschnappst? Nein, das ist schon gespült. Ja, also das ist dann, da denke ich mir, das könnte das lustig sein und dann oder dann rege ich mich auf und natürlich, ich meine, das ist ja immer so, wenn sich wer im Kabarett aufregt oder sich einsteigert, das ist ja oder ich meine, es ist egal, welche Bühnenfigur du hernimmst, dann ist das einfach, dann musst du
dann siehst du das und dann musst du einfach, muss man einfach lachen. Sicher, ich meine, es muss halt immer ein bisschen im Rahmen bleiben und auch sympathisch sein, aber ich bin grundsätzlich, würde ich mich schon als gelassen einstufen. Und oder sagen wir so, die Gelassenheit ist ein Lieblingszustand von mir. Also wenn ich gelassen sein kann, dann geht es mir gut. Aber es gibt ja oft Dinge, die mich nicht so, die mir nicht gelassen lassen sein können. Weißt du, wie ja, zum Beispiel, was regt dich auf? Also ich zum Beispiel habe mich gestern aufgeregt, also irrsinnig aufgeregt. Du kannst meine Frau fragen, da war ich, dass die Grünen gegen das gestimmt haben, gegen dieses Gesetz, dass man wieder, dass das wieder die Landeshauptleute entscheiden können, ob, ob wer da bleiben kann oder nicht. Und auch, dass die wieder zum Beispiel zurückkommen. Ja? Haben mit der ÖVP und mit der FPÖ mitgestimmt und dann sagen sie, sie machen eine Kommission für so eine Kinderrechtskommission. Ja? Also das regt mich irrsinnig auf, ja? Weil ich mir denke, das kannst du nicht sein, dass man, man die Grünwähler so verarscht. Ja? Und das regt mich auf, weil ich, und da muss ich mich wirklich... ja, da bin ich dann wirklich, da bin ich sehr unrund. Aber du fühlst dich in deinem Dialekt, habe ich das Gefühl, am wohlsten, was die Sprache betrifft. Wann, also ich spüre jetzt gerade mit aktuell bei Walking und Sunshine. Habe jetzt, jetzt eigentlich bei 10 Folgen bin ich bei 4 dabei, glaube ich, oder so. Oder bei 7, bei 5 Folgen dabei. Also es sind einige Drehtage und... Und da rede ich eigentlich schon einen oberösterreichischen Dialekt und der Regisseur, ich bin dann gefragt, soll ich Hochdeutsch? Und sagt er auf keinen Fall, ich will deinen Typen haben. Ja? Und der Typ ist Oberösterreicher. Ja? Und der Typ ist. Okay. Wobei natürlich, ich rede jetzt nicht so ganz oberösterreichisch, so, also wie zum Beispiel ganz der Kaiser, dein Chef. Ja. Der Ballfahrer, der Robert, ist ja einer, der ja, wenn er oberösterreichisch redet, ja immer so ganz so komisches Oberösterreich, wo ich rede immer auf. Und der Robert anfängt. Ich weiß, dass das stimmt nämlich er eigentlich so. Er lacht ja schon mittlerweile, wenn er anfängt, weil das macht er mir schon Fleiß. Und dann sagt er, das mache ich nur, weil du so aufregst. Ja. Wenn er sagt, wie redet er denn immer so? Viel über 8, der Reiflingsee, der Karl und der Bremer ist über Sigi. Da haben wir gegangen und dann gingen wir da um und haben so deppert, reden wir gar nicht mehr. Nein, aber nein. Er glaubt immer, es ist Oberösterreich. Ich weiß, wobei ich glaube, er hat das mit der Nidetzke mal geübt, soweit ich das weiß. Nein, ich habe mit Thomas, für das Programm habe ich mal österreichisch ein bisschen. Ah, da warst du dabei? Ja, ersten zwei Mal, glaube ich, haben wir sie zweimal getroffen und dann oder mit der Hofstädter ein bisschen. Aber ich finde, ich rede halt dann nicht so ganz oberösterreichisch, weil ich bin halt dann schon ein bisschen so Umgangssprache, ein bisschen, dass man mich auch sicher versteht. Beispiel, es gibt viele Wiener, die mir auf der Straße nachreden, die sagen, das taugt denen voll, dass sie im Fernsehen einmal was anderes hören, einen anderen Dialekt. Ja. Also okay, das taugt die Leute auch. Ja. Also, sagen wir so, es gibt Begriffe, weil ich hätte nämlich jetzt ein bisschen was vorbereitet. Es gibt ein paar Begriffe, finde ich, die sind tatsächlich nicht so einfach zum Verstehen. Ja. Und jetzt hätte ich mir gedacht, ob du ein paar Wörter, wo ich glaube, dass man die nicht so leicht versteht im Oberösterreichischen, ob du die übersetzen kannst. Ja. Und zwar Trabig. Trabig. Eilig. Aber das ist übrigens, da gibt es eine schöne Geschichte dazu, zum Thema Verstehen. Ich habe Rom und Julia gespielt und ich habe einen Einsatz gehabt, das war der zweite Teil. Und ich habe mich dann immer hinten geschnapst, zwei Schnapsen. Ja? Und auf einmal sehe ich im Fernsehen, hey, das ist mein oder jetzt kommt bald mein Stichwort. Und ich ziehe mir noch mein Kostüm, meine Jacken, und ich renne hinten die Bühne, viere und sage, und da stehen ein paar Schauspieler und sage, lasst mich auf Zeiten, ich hab's Trabig. Ja? Und die haben sich nicht ausgehen, sind nicht auf Zeiten gegangen und ich bin dann vorbeigegangen und habe dann eben ein Stickel gespielt und nachher sage ich, mein Kind ist nicht auf Zeiten gehen, wenn ich sage, ich hab's eh schon Trabig. Das schauen wir an und sagen, was heißt denn Trabig? Die haben das nicht gewusst. Ja? Aber Trabig heißt, ich hab's eilig. Genau. Was heißt ein Neichtel? Ein Neichtel ist, wie soll man sagen, so 5 Minuten ein Neichtel. Ich bleibe ein Neichtel da, sind 15 Minuten. Also eine kurze Zeitspanne. Genau. Oder ein Pfad? Ein Pfad ist ein Hemd. Genau. Pfadstutzen? Das weiß ich gar nicht. Hemd. Zipfel. Ah, der Pfortstutzen ist auch draußen. Genau, wenn das bei der Hose praktisch aussieht. Genau, dir steht der Pfortstutzen aus. Das ist aber nicht gewusst, ist aber schön, Pfortstutzen. Dann Schwarteln. Ja, Schwartel ist man am Schnellrenner, oder? Genau, Schwarteln ist praktisch, ich habe schon geschwartelt.
Gut, bei meinem Fall, wenn ich sage, ich bin geschwattelt, hauen sie wahrscheinlich die Leute nur mehr auf, weil die sagen, ja, so schnell war es jetzt nicht und mit dem Schwattel, dass du so geschwattelt bist. Wahrscheinlich. Ja. Ein Bitchen? Das ist ein leichtes Mädchen, oder? Also, ein Bitchen ist ein Mühlebitchen. Ja, ein Kanal. Ja, genau. Eine Kanne. Ja, Bitchen ist, nicht. Nee, das ist ein Englisch. Also, nee. Siehst du, das ist jetzt ins Englische abgedriftet. Sehr lustig. Dann, wenn man sagt Enten, das ist Enten. Die sind drüben, also die ja. sind. Das habe ich mal, da habe ich mal erscheinen im Begriff in Was gibt es Neues? Da hat es gegeben Mutanten. Ja. ja. Und dann haben wir über das geredet, das waren mutige Enten, also Mutanten, das sind Enten. Ja. Und dann hat der Maurer gesagt, aber Enten heißt ja, dass man das drüben. Ja. Und dann haben wir, ja, aber Enten kann man auch Enten. Das, also in Hochdeutsch. Und dann haben wir über das Enten und Anten und da ist der Oliver Bayer komplett ausgestiegen. Aber das war lustig, Enten heißt praktisch drüben, also auf der anderen Seite. Ja, genau. Ja. Ein Schober. Ein Schober? Ja. Sicher, kennst du sicher, oder ein Mostschober zum Beispiel. Also ein Fassler, was? Nein, ein Schober ist ein Kuchen. Nein, das kenne ich nicht. Nicht? Kennst du nicht? Nein, wir sagen, weißt du, was man, das habe ich mein, was gibt es Neues, auch ein Punke. Ein Punke, kenn das ich ist ein Kuchen, ja. Ja, aber genau. Aber Schober habe ich, das echt ist, wahr? Nein, das dürft, okay. Das ist so in der Steirer Gegend wahrscheinlich so, oder in deiner Gegend, oder? Wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob nein, Schober. Ein Punke haben wir immer, das da ist einmal ein Punke gegangen, das war eine legendäre Sendung, das weiß ich noch, da haben wir auch immer über den Punke geredet. Bei Zeit. Was gibt es Neues? Ja, das okay. Ist schon lang aus. Also. Dann, ich finde, ein ganz schweres Wort ist Kriebig. Kriebig, ja. Mein Gott, das ist Kriebig. Also genau. Ein Liebs, also ein Kriebigs Baby, mein Gott, ist das Kriebig. Lieblich, konnte man eigentlich sagen. Lieblich, ja, lieblich. Also Liebs. Genau. Lieblings, ja, genau. Und Goi. Goi, das letztes. So, wie würdest du das übersetzen? Das ist so wie in Tirol sagst Decht oder Lei. Nein, in Tirol sagst oder. Ich hätte am ehesten eben so mit so einem englischen Isn't it? Isn't it, ja, Goi. Ja, genau, Isn't. Kann man am besten mit Englischen erklären. Genau. Isn't it? Ja, genau. Genau. Du schreibst da Gedichte. Ja. Du hast zwei Gedichtbände? Also zwei Mundart-Gedichtbände, eins mit dem Verleger, mit dem Ehrenreich, der leider schon gestorben ist, aber das habe ich mit ihm und eins habe ich gemacht, das sind keine Gedichte, das sind so Sprüche, also so 666 Sprüche, das hat geheißen, das Buch hat geheißen, finde dich selbst, dann wirst du nicht gesucht. Und da habe ich wirklich so Zitate genommen und habe teilweise halt so Sprüche wie zum Beispiel: Wenn du eine ganze Nacht im Ehebett rechts liegst, lässt du deine Ehefrau links liegen. Sicher. Verstehe. Man kommt das als Gedicht, aber das ist ja so ein Spruch einfach. Ja, okay. Du hast aber kein Buch da jetzt wahrscheinlich, weil sonst hätte ich gesagt, du konntest eventuell eins vorlesen. Nein, mein Lieblingsgedicht kann ich dir auswendig sagen, ein Muttergedicht. Das habe ich im Cabaret eingebaut. Das geht so. Ich habe einmal eine Freundin gehabt, die war voll fad. Wollte nie was tun. Immer nur schlafen und ausrosten. Wollt's wissen, wie die Kassen hat? Ruht. Kennt es, das ist aus 99. Genau. Das habe ich, ja genau, ist eigentlich mein, oder es gibt ein paar so, was da die zum Beispiel, weißt du, was ich da rat, wenn ich 1 Million Euro kriege? Lotto spielen. Oder nur ein kurzes Gedicht. Die Natur hat es am schönsten, die ist immer draußen im Freien. Das ist schön, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Genau, gut. Ja. Das sind so Shorties, so kleine Gedichte, aber wie gesagt, das kann man, das sind Sprüche auch. Und, aber wie gesagt, ich möchte da in dem neuen Buch da mich ein paar Gedichte einbauen. Da kann man ganz ein schönes Covid-Gedicht, aber das wird in dem neuen Buch, das ist vom Partner, vom Linhard. Und das wird auch die Zeitspanne sein, das ist interessant, genau, vom Buch, das können wir schon sagen, das wird Corona nicht behandeln, sondern es wird, die Zeitspanne wird sein, ungefähr 4-5 Jahre vor Corona bis zum ersten Lockdown. Ah, also das wird die Zeitspanne sein, ja. Und das schauen wir mal, ob das dann die Leute noch interessiert, was vor Corona war, aber ich glaube, dass die Leute momentan wirklich eher das weniger über Corona das hören wollen. Ja. Also, was mir auch so geht. Ja, das glaube ich auch.
Weil wir schon bei 99 waren bei dem Programm. Es ist dieses Duo-Programm mit dem Klaus Eckel. Mhm. Da spielt der Klaus Eckel so einen technikaffinen, ehrgeizigen Streber, kann man sagen. Und du spielst so den Counterpart, du spielst so einen konservativen, eher bequemen Typen. Bist du privat auch eher konservativ, was so neue technische Sachen anbelangt? Überhaupt nicht. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin, also mich interessiert eigentlich alles, die, also diese, also man sieht so neue technischen, wie Facebook, ja, oder Instagram, solche, oder solche Dinge TikTok. Solche Dinge, genau. Nein, TikTok mache ich nicht, aber zum Beispiel, nein, es interessiert mich sehr und ich frage immer meine Kinder oder meine Tochter, du, wie geht denn das, wie macht man das, und ich finde das dann immer so lässig, weil man das so, ich meine, man kann das natürlich dann übertreiben. Ja. Es gibt ja ein Wahnsinn, was man schaut, ist, man kann sich jeden Abend jetzt wirklich Sachen anhorchen, anschauen, ja, und ich finde das voll spannend. Ja. Also ich finde es auch, ich habe jetzt eine Zeit ein paar so Kurzvideos auch gemacht, damit das immer wieder taugt, so wie das geht mit dem Aufnehmen, mit dem Ton, mit verschiedensten Sachen. Und mir taugt das, ich bin, glaube ich, nicht konservativ, was das betrifft, im Gegenteil, also, wenn was am neuen Markt kommt, dann interessiert es mich, aber dann entscheide ich halt, ob ich es für mich brauche oder nicht. Ja, dann schauen. Also, ich glaube, da bin ich dann. Ja. Also, ich war früher schon anders, wie der Computer so gekommen ist, oder habe ich da wirklich war einer derjenigen, die gesagt hat, naja, das wird sich nicht durchsetzen. Computer? Ja, habe ich wirklich gesagt. Aber hast du es wirklich geglaubt? Ich habe es wirklich geglaubt, ja. Das war, aber das war zu einer Zeit, oder 1993, ja, und ja. Der Rektor damals in der Berufsschule, der war riesig, der war Computerfreak. Ja. Ja. Und ich habe gesagt, ne, den Scheiß brauche ich nicht. Ja. Ich mit den Matrizen habe ich meine Arbeitsplatten runtergezogen. Ja. Okay. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das schreibe ich jetzt ein, drucke das aus und dann ist mal es kopieren und dann habe ich das auch. Ja. Ja. Und dann bin ich halt, habe ich immer mehr gemacht und jetzt mittlerweile taugt mir das extrem. Also ich schreibe jetzt kaum mehr, wenn ich was schreibe, kaum mehr jetzt mit der Hand und tue so eher gleich am Laptop eine tippen. Ja. Okay. Also, ja. Es gibt ja durch die Digitalisierung oder wahrscheinlich generell durch die Beschleunigung einfach immer mehr Sachen, speziell kulturellen Output und so weiter. Wenn du dich konzentrieren müsstest auf ein Buch, was wäre das eine Buch, das du sagst, muss man gelesen haben oder das kann man weiterempfehlen? Naja, eigentlich das letzte Buch, also das letzte gute Buch, was ich gelesen habe, und das war Markus Orts Picknick im Dunkeln, heißt das. Und zwar, da geht's um eine Begegnung von Stan Laurel und Thomas von Aquin. Echt? Super. Und das Interessante ist, das sind zwar die zwei Lebenswelten, Stan Laurel, Humor, Slapstick, also kennt man eh. Und Thomas von Aquin, das war eigentlich der Theologe im Mittelalter, ja, der die Kirche oder den Glauben sehr stark geprägt hat. Hat mir irrsinnig taugt. Ich habe irrsinnig viel erfahren von den beiden. Es war witzig in der Begegnung. Das war einfach alles. Ja. Und natürlich, und in jeder Phase prägt ein anderes Buch, aber das hat mich zum Beispiel einfach irrsinnig taugt. Das klingt super. Ja. Voll. Und weißt du, sagst, so viel, es gibt so viele Sachen, gibt es so eine schöne Geschichte, wie 89 das Internet aufgekommen ist. Da war ich bei einem Freund und der hat schon Internet gehabt und der hat gesagt, ja, habe ich warten müssen, gesagt, schau, da wäre ein paar Seiten an, ich komme gleich wieder. Und ich immer denke so, in der Zeit, wo er nicht da ist, schaue ich mir jetzt alle. Lest du es einfach das Internet durch und dann schaue ich, was so drin ist und dann habe ich es ausgelesen und dann ist es fertig. Und dabei hat es ja da hat es damals schon vor 1.000 und heute zum Beispiel. Geht es sich gar nicht mehr aus, glaube ich, oder? Wird es in deinem Leben nicht mehr ausgehen. Bei welchem Film hast du das letzte Mal gewarnt? Boah, das ist schwierig, aber pass auf. Ja, ich glaube, gewarnt habe ich bei einem Film, der heißt, also eine Serie, Afterlife, und bei This Is Us. Ich bin überhaupt sehr leicht, man bringt mich ganz leicht zum Rehren. Also bei Filmen überhaupt, ja. Okay. Da bin ich. Wenn dein Leben verfilmt würde, wie würde der Film heißen? Unrund. Ja, okay. Wer würde die Hauptrolle spielen? Günther Leiner. Nein, weiß ich nicht. Weil es kommt davon, wenn das verfilmt wird, dass ich praktisch nicht mehr lebe, dann wird das ich schätze mal, also kein schlanker Bursch wird das spielen. Oder ja. Am Anfang, ich war ja mit 18 eigentlich schlank. Ich war nach der Tischler, ich war ja ganz schlank. Zugenommen erst nachher, weil ich halt das übersehen habe. Ich war kein dickes Kind.
Ach so. Das ist auch es ist ein Vorteil, dass man, ach dass so, man, wenn man so erwachsen dick war? Ist, dass man das Kind dick war. Nein, ich war noch kein dickes Kind. Aber du hast einfach dann einmal mehr gegessen? Nach der Tischlerlehre, das Tischler habe ich sehr viel gegessen, weil ich sehr viel verbrennt habe und auch sehr viel mich bewegt habe. Und dann habe ich studieren angefangen und dann bin ich im Prinzip nur gesessen und habe dasselbe gegessen wie das Tischler und habe zugenommen. Und habe es komplett übersehen. Ich habe dann, ich habe dann das ZÖM-Programm. Ich habe dann wirklich innerhalb von 2,5 Jahren 33,5 Kilo zugenommen. Also das weiß ich heute noch. Und ich betone das halbe Kilo deswegen, weil da war ein Schaltjahr dabei. Okay, ach so. Aber ein Titel für einen Film ist natürlich schwer. Also vielleicht auch nur Günther. Das war ein schöner Titel, nur Günther. Stimmt, das war wirklich schön. Ja. Also ein schierer Vornamen, aber ein schöner Titel. Ja. Günther, dann sage ich vielen Dank für den Besuch in der Pension Schöller. Ja, Rudi, ich bedanke mich, in der Pension Schöller gewesen zu sein. Das habe ich jetzt nicht im Dialekt gesagt. Nein, das hast du sehr schön. Richtig, hast du wirklich schön gesagt, ja. Und damit kommen wir zu unserer letzten Rubrik, dem Pension Schöller Frühstücksbuffet. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kabarett oder Comedy? Kabarett. Linz oder Wien? Oder? Halloween oder Würzburg-Tag? Würzburg-Tag. Klar. Netflix oder ORF? Schwierig, aber ich schaue relativ. Das Schöne ist bei Netflix, dass du einfach das selber aussuchen kannst, was du schaust. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber halt bei Netflix mittlerweile so, finde ich, dass schwierig ist, sich was auszusuchen, weil es so viel ist. Ja, oder? Es ist schon extrem viel. Ja. Aber Also ich denke mir, ich sitze oft davor und denke mir dann echt, wow, ORF1, FS1 war jetzt super. Mhm. Elektrische Zahnbürste oder normale? Normale. Zelt oder Hotel? Hotel. Apple oder Microsoft? Microsoft. Früher Vogel oder Nachteule? Je nachdem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bin ich wirklich früher Vogel geworden, jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Ich habe jetzt bald geschlafen, wahrscheinlich habe ich das gelernt, um 11 Uhr ins Bett gehen, um 7 Uhr aufstehen. Ja. Also echt? Ich früher, also wenn ich spiele bis 11 Uhr, gehe um 1, 2, 2 ins Bett und schlafe auch bis 9, 10. Ja. Also, aber du schätzt es auch, so um 11 Uhr? Ja, hat beides was. Ja. Mhm. Aber es hängt immer wieder mit dem zusammen, ich sage immer, wichtig ist, wenn es geht, so um die 7 bis 8 Stunden schlafen. Ja. Oder 6 bis 8 Stunden schlafen, das ist wichtig. Ja. Das hat schon eine Qualität, finde ich nämlich auch. Ja. Da kommt mein Alter drauf. Ja. Notizbuch oder Handy? Handy. Miley Cyrus oder Taylor Swift? Zeig mal das Büdel von dir und dann kann ich das sagen. Keine Ahnung, wer das ist. Okay. Nein, das ist. Musst du der Tochter fragen. Da habe ich meine Tochter. Aber, und du kannst mir jetzt noch mailen. Nein, oder mailen. Nein, das kannst du ja genau so. Ja, okay. Kann man genau so reintun. Okay, gut. Falls du mich fragst, Bud Spencer oder Terence Hill, kenne ich mich aus. Ja. Bud Spencer oder Terence Hill? Bud Spencer. Harry Potter oder Herr der Ringe? Beides nicht. Beides nicht? Nein, habe ich beides nicht gesehen. Ah, also, okay. Kein Fantasy-Fan? Nein, interessiert mich. Also das ist was ich, da bin ich, die Geschichten kann ich mir nicht einversetzen. Okay, okay. Leberkäs oder Sushi? Leberkäs. Mit Gurkel oder ohne Gurkel? Ohne Gurkel. Oliver Bayer oder Oliver Pocher? Oliver Bayer. Österreich noch oder Getscher? Österreich noch. Servus, Baba oder auf Wiederschauen? Servus. Servus, da ist bei was jetzt? Beim Verabschieden? Ja, Servus. Servus. Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.